Herr Präsident, meine Damen und Herren! Diese heutige Debatte kommt auf Antrag der AfD zustande, denn die Bundesregierung wollte diese Debatte schlichtweg vermeiden, diese Debatte über den globalen Pakt für Migration. Vom Auswärtigen Amt wird mitgeteilt, Herkunfts-, Transit- und Zielländer vereinbaren angeblich völlig unverbindlich nur die Steuerung von Migration. Das ist falsch. Sie wissen alle, dass die seinerzeit unverbindliche UN-Menschenrechtserklärung heute zwingendes Recht ist. Und der globale Pakt definiert Migranten-Menschenrechte, einschließlich des Rechts auf der Migration in das Land der Wahl des jeweiligen Migranten. Meine Damen und Herren, er zielt direkt darauf ab, bindendes Recht Völkerrecht zu werden, jus cogens zu sein. Eine Ratifizierung braucht es nicht. Österreich hat das erkannt und verweigert die Annahme. Klug und besonnen erklärt Österreich zusätzlich den Pakt für sich als rechtlich nicht verbindlich, permanent objector, wie das im Völkerrecht heißt. Man muss klare Einwanderungsregeln zwischen Staaten gestalten und nicht individuelle Migranten-Menschenrechte erfinden und damit den Rahmen des Völkerrechts erweitern. Meine Damen und Herren, im Verhältnis der Staaten geht es immer um Interessen. 55 afrikanische Staaten beispielsweise sind eine Macht. Das jährliche Bevölkerungswachstum Afrikas von über 30 Millionen entspricht der Bevölkerung aller Benelux-Länder zusammen. Und das Jahr für Jahr. Glauben Sie, dass der globale Pakt hier ein einziges Problem Afrikas löst oder gar Deutschlands? Meinen Sie, dass im globalen Pakt vereinbarte Meinungszensur, dass Migration nur positiv dargestellt werden darf, ein einziges Problem Afrikas oder Deutschlands löst? Meinen Sie, dass es für Deutschland hilfreich ist, die derzeit mindestens 19 Petitionen zum globalen Pakt im Petitionsausschuss gezielt politisch weiterhin zu unterdrücken? Meinen Sie, dass es Afrika hilft, wenn illegale Migration durch schlichte Registrierung über die IOM und UN zu legalen, also gesteuerten Migranten umdefiniert werden? Meinen Sie, dass Kriminalität es nicht mehr gibt, wenn Täter nicht mehr nach äußeren Merkmalen erfasst und geordnet strafrechtlich verfolgt werden dürfen? Wir Bürger und Deutsche wollen selbst und souverän über die Zulassung von Migration nach Deutschland entscheiden. Deutschland ist eine Nation, kein bloßes Siedlungsgebiet. Wir sind ein Rechtsstaat. Herr Hebner, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Polat? Nein. Wir sind ein Rechtsstaat und halten Menschenrechte ein und fordern deren Einhaltung. Spezielle Migrantenmenschenrechte, wie sie der globale Pakt erfindet, gibt es nicht. Die direkte Verwerfung, die mit seiner schon jetzt geplanten Umsetzung verbunden sein werden, werden unser schon jetzt arg geschundenes Land bis zur Unkenntlichkeit verändern. Wir brauchen ein valides Einwanderungsgesetz, aber keinen Migrationspakt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Die Gelegenheit für eine Kurzintervention erhält die Abgeordnete Claudia Moll von der SPD. Ja, sehr geehrter Herr Hebner, ich habe nicht wie Sie eine Universität besucht. Ich habe auch keine Akademie besucht. Meine Akademie war das Leben. Und wissen Sie, was ich gelernt habe? Ja, ist lustig, ne? Lachen Sie nur, dass es nicht wichtig ist, was man hat, wer man ist oder was man besitzt oder woher man kommt. Sondern es ist nur wichtig, was einen als Menschen ausmacht. Und wissen Sie, was ich gerade tue? Ich schäme mich fremd, dass wir hier über diesen Lügenantrag unsere Zeit verschwenden. Ich schäme mich sowas von fremd, dass wir diesen Antrag hier in diesem Haus besprechen müssen. Haben Sie das überhaupt mal vernünftig durchgelesen? Am liebsten würde ich jetzt noch was ganz anderes sagen. Ja, beschimpfen Sie mich ruhig. Das können wir auch gleich gerne unter vier Augen machen. Da darf ich nämlich sagen, was ich will. Bevor Sie antworten, Herr Hebner, erteile ich der Kollegin Polat ebenfalls eine Gelegenheit zur Kurzintervention. Sie können dann auf beide zusammen machen.
Präsident, ich möchte an die Stellungnahme von der Kollegin anschließen. Es geht hier nicht nur um Lügenantrag, sondern aus dem Büro des Kollegen Abgeordneten Hebner sind mehrere Petitionen justiert worden, die zutiefst antisemitisch sind. Diese Petitionen wurden öffentlich. Wir wollen um öffentliche Mitzeichnung bitten. Ich fordere auch die Fraktionen der Koalition auf, diesem Antrag nicht zu entsprechen, dass diese Petitionen öffentlich behandelt werden, weil sie zutiefst antisemitisch sind. Sie kommen aus dem Büro des Kollegen Hebner. Sie führen die AfD-Kampagne, um Verschwörungstheorien voranzutreiben. Eine Mitarbeiterin ist diffamiert worden der Bundestagsverwaltung. Dazu müssen Sie sich erklären. Und die Frage ist, ob Sie diese Mitarbeiter entlassen haben. Herr Hebner. Meine Damen und Herren, das, was jetzt hier gerade geäußert wird, ist ein wunderschönes Potpourri an A, Emotionen und B, Falschaussagen. Denn wir wollen es jetzt mal der Reihe nach durchgehen. Jeder, der in dem Falle hier irgendwo auch nicht eine Universität besucht hat, ist natürlich selbstverständlich gleichberechtigt. Aber deswegen pauschal irgendwo etwas zu verunglimpfen, meine liebe Frau Kollegin, das ist nicht richtig. Das andere, was Sie jetzt hier gerade erzählen, von wegen antisemitisch, ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Israel diesem globalen Pakt für Migration nicht beitreten wird. Und zwar ganz dezidiert, da Israel diesen Pakt, und zwar maßgeblich Leute als Pakt der Wölfe bezeichnet und im Land, in dem man auch in dem Falle Schaf hat, soll erst mal keine fremden Wölfe rein. Das tut man nicht. Also von daher, die haben das ganz klar abgelehnt. Übrigens, und Sie sagen in dem Fall, wir wären antisemitisch, dann würden Sie sagen, dann sind Australien, USA, Tschechien, Polen, Österreich, Ungarn, Kroatien etc. Ich habe nächste Woche einen Termin mit dem Schweizer Botschafter. Bestimmt für Sie auch antisemitisch, wenn Sie sich gegen einen Pakt, der Ihr Land schädigt, wendet. Und schauen Sie, wir machen nichts anderes, als dass wir hier die Interessen unseres Landes, genauso wie andere Länder, die ihre vertreten, auch wahrnehmen. Und dazu sind wir als Volksvertreter auch definitiv verpflichtet. Und ich möchte ganz klar die Kollegen der anderen Fraktionen auf diese Verpflichtung explizit hinweisen. Und das, was Sie jetzt in dem Fall wegen Petitionen gesagt haben, wenn in einer Petition, da hat sich ein Mitarbeiter entschuldigt, wenn er irgendetwas veröffentlicht hat als Antwort. Meine Damen und Herren, hier werden öffentliche Petitionen zurückgehalten im Interesse Deutschlands, einen Pakt zu behandeln, und zwar mit der Aussage, es würde den interkulturellen Dialog gefährden. Das heißt, wir dürfen uns als Deutsche nicht mehr zu einem Pakt, den Deutschland abschließt, melden, weil er mit dem Ausland geschlossen wird. Meine Damen und Herren, das ist grober Unfug, was hier passiert. Und man kann bitte nicht einfach eins machen. Und der Kollege, der das gemacht hat, dass hier ein Antwortschreiben veröffentlicht wurde, mit dem Namen, ohne den Namen rauszunehmen, da hat er sich explizit entschuldigt und hat auch in dem Fall es mündlich, schriftlich gemacht. Meine Damen und Herren, es kann nicht sein, dass man aus dem Problem eines eine gesamte Diskussion glaubt, stoppen zu können. Könnte es eventuell sein, dass Sie einfach nur mit diesem vorgeschobenen Argument die Gesamtdiskussion unterdrücken wollen? Könnte es eventuell sein, dass Ihnen das aus ideologischen Gründen einfach gerade zu Pass kommt? Und im Übrigen, ich will darauf hinweisen, es sind viele Petitionen da, unter anderem auch die von der Frau Vera Lengsfeld. Frau Lengsfeld hat mitnichten, da gebe ich Ihnen hundertprozentig auch Brief und Siegel, da können Sie in dem Fall nicht sagen, sie hätte irgendjemanden antisemitisch angefasst. Also bitte keine solche Pauschalbehauptung. Herzlichen Dank.